Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im Frühjahr konnte ich euch bereits die 8-reihige Precea auf meinem Kanal vorstellen. Und jetzt bin ich bei Amazone direkt und bekomme Einblicke in die neue Generation der Precea, die in komplett neue Dimensionen vorstößt. Unter anderem größere Arbeitsbreiten und natürlich einige weitere Features, die ich aber nicht erklären werde, sondern dafür habe ich Mario Wessels hier. Wessen, stellst du dich einmal eben kurz selber vor. Jo, moin René. Cool, dass das geklappt hat, dass du mich hier jetzt begleitest bei der Neuheitenvorstellung, unter anderem unserer neuen Baureihe Precea T. Wie gesagt, ich bin Mario Wessels. Ich bin Produktmanager für den gesamten Produktbereich der Einzelkonsole-Technik im Hause Amazone. Und würde jetzt ganz gerne im Detail mal die neuen Features vorstellen. Genau, vielleicht fangen wir einmal an. Grundsätzliches Konzept von dieser Maschine ist ja jetzt erstmalig auch gezogen, soweit ich weiß. Genau, ist erstmalig gezogen. Also wir haben ja jetzt die getragenen Modelle in den Markt eingeführt und machen jetzt den Schwenk in den gezogenen Bereich rein. Wie gesagt, hier mitgebracht die 12 Meter Arbeitsbreite Precea T. Es gibt auch das kleinere Modell 9 Meter Arbeitsbreite, ist aber vom Konzept und Aufbau her komplett identisch. Ja. Du siehst ja am Schriftzug Precea 12.000 TCC. Ja. Das Strich T eben für die gezogene Variante Trailed. Und das CC, wir haben wieder ein Double-Shoot-System. Das heißt, wir haben vorne einen 6.000 Liter Düngerbehälter mit zwei Dosierern und legen hinten den Dünger über ein separates Düngerschar ab. Okay, das können wir uns gleich noch mal eben kurz angucken. Vielleicht fangen wir vorne an und schauen uns einmal die Anbindung an den Schlepper an, was da alles so möglich ist oder vonnöten ist, kann man ja fast eher sagen. Genau, wir fangen mal kurz bei der Anbindung an. Wir haben vorne eine flexible Flanschplatte dran. Das heißt, du kannst entscheiden, möchtest du hier, wie hier zu sehen, an den Unterlenkern die Maschine aufnehmen. Bist ein bisschen wendiger, weil der Drehpunkt halt zur Maschine wandert. Alternativ kannst du aber auf die K80-Kugel gehen. Ja. Oder wer es mag, dann auf die Varianten der Ringzugöse. Ne? Ja. Hydraulisch sieht es so aus, wir haben die Maschine mit einer Komforthydraulik ausgestattet, die im Endeffekt ein doppelt wirkendes Steuergerät benötigt, plus den drucklosen Rücklauf T. Ja. Das hintere Gebläse, was nachher den Druck in der Vereinzug erzeugt, wird über ein einfach wirkendes Steuergerät angetrieben und bedarf zusätzlich nochmal der Drainleitung, wo du nochmal einen deutlich kleineren Rückstaudruck hast im Vergleich zu unserer Tankleitung T. Mhm. Und das ist im Endeffekt alles, was du so an hydraulischen Anschlüssen brauchst, um die Maschine zu bedienen. Also bedeutet Komforthydraulik, dass ihr dann halt wieder im Terminal umschalten kann, verschiedene Funktionen genau, über ein Steuergerät. Das, was du genau, auch aus den getragenen Maschinen kennst, nur dass hier jetzt nicht drei Funktionen auf einem Steuergerät liegen, sondern du hast bis zu fünf Funktionen. Okay, Isobus Serie? Isobus ist Serie, ja. Elektrische Antriebe, keine Alternative. Okay. Was wir hier noch sehen, ist die Zapfwellenpumpe. Mhm. Wir bieten alternativ das vordere Gebläse, was quasi die Luftversorgung in der Düngerförderstrecke und auch für das Central Seed Supply bereitstellt. Kannst du eben über diese Bordhydraulik antreiben lassen, wenn der Schlepper halt nicht genug Hydraulikleistung bringt. Ja. Und dann hast du eben zusätzlich die Tankkomponente mit drin, sodass du das ganze System über die Zapfwelle halt antreibst. Okay. Ne? Alternativ kannst du natürlich aber auch das vordere Gebläse exakt wie das hintere Gebläse ganz einfach über deine Steuergeräte bedienen. Okay. Je nachdem, was der Schlepper so an Ausstattung hat. Alles klar. Ja, das ist im Endeffekt alles. Man sieht ja auch, es ist relativ wenig zu koppeln. Hast du ziemlich schnell angebaut. Ja. Wo wir gerade hier noch am Schlepper sind, Leistungsbedarf oder Zugkraftbedarf der Maschine? Von bis ist ganz interessant. Wir haben Kunden in Dänemark, die haben da einen 250 PS Schlepper vorgehabt. Ja. Die sind natürlich nicht ganz auf 15 km/h Endgeschwindigkeit gekommen. Die waren irgendwo so bei 11, 12 km/h in der Ebene. Willst du schneller fahren, wird es kopierter im Gelände, brauchst du natürlich irgendwann deutlich mehr Leistung. Ja. Ne? Genau, gucken wir uns das Konzept des T-Modells mal an. Wie gesagt, wir haben vorne den neuen Vorderwagen. Auf dem neuen Vorderwagen hast du zwei Tanks verbaut. Im vorderen Bereich, wie eben auch schon erklärt, der Düngertank mit 6.000 Liter. Ja. Ist ein Zweikammerbehälter. Das heißt, der Gesamtbehälter ist in der Mitte einmal getrennt. Erster Dosierer, zweiter Dosierer. Besonderheit dieses Konzeptes ist, dass quasi der Dosierer immer einem Verteilerkopf zugeordnet ist. Ach so, ja. Und wir sehen hier ja schon, dass der klassische Verteilerkopf auch von den getragenen Precea verbaut ist, der immer die manuelle Abschaltung verbaut hat. Ah, ja. Und du kannst quasi in Ausbaustufe dort auch die Elektromotoren dran kriegen pro Reihe, sodass du ein
ja, klassisches GPS-Switch pro Reihe dann realisieren kannst. Und dafür bedarf es halt einfach, dass ein Motor immer mit einem Kopf spricht, sodass, wenn der anfängt, die Reihen abzuschalten, dass der Dosierer auch anfängt, die Menge zu reduzieren. Ja. Alles klar. Ansonsten sind hier ganz klassisch die bekannten Dosierer, die wir auch aus der Seetechnik kennen, verbaut. Twin-Terminal. Twin-Terminal als Ausstattungsoption. Der Abdrehtaster ist immer verbaut. Ja. Ja, und dann hast du im Endeffekt Abdrehmenü etc. Abdrehwanne ist hier auch irgendwo? Ja, hier hast du keine Wanne. Du schiebst hier den Sack ein. Hol ich mal rüber. Gucken wir uns gleich mal eben an. Ja, halt typische Amazone-Bauweise, ne? Also das kennt man ja alles sowohl von der ADP als auch von der anderen Pricea oder sonst was. Ist halt immer ganz geil, was ich ja sonst auch immer sage, wenn man halt einmal einen Hersteller kennt, dann ist da vieles gleich, ne? So, warten wir mal eben auf den Sack. Okay, das ist ja dann quasi ja wie beim F-Tender, ne? Ja, also ist genau exakt das gleiche System. Ja. Das sind alles Komponenten, die wir, wie gesagt, woanders auch verbauen. Ja. So dass man eigentlich da sich vom Konzept her daran orientiert hat und das auch für Kunden, die denn andere Amazone-Maschinen haben, komplett gleich bleibt. Ja. Ne? Okay. Besonderheit bei dem Tank noch, der steht auf Wiegestäbe. Kannst du hier im Endeffekt sehen. Ach da, ja. Genau, der ist auf 3 Punkten aufgenommen. Und wir können quasi das Ergebnis verwiegen. Stellen wir im Terminal noch da, sodass der Kunde eine Rückmeldung hat, wie viel Restmenge im Tank ist. Fand ich bei der Pricea, die ich hatte, auch mega geil. Das hat auch sehr gut geklappt. Genau. Und das ist eine feine Sache, ja. Und kannst im Endeffekt nachher auch das Befüllmenü mitlaufen lassen. Das heißt, du gibst im Terminal eine Menge ein, die du einfüllen willst. Genau. Und dann blinken die Scheinwerfer. Genau, dann hast du deine Arbeitsscheinwerfer. Und wenn du dann eben den Endwert erreichst, dann flackern die irgendwann. Und wenn die dauerhaft leuchten, hast du quasi die Menge eingefüllt, die du dir vorher eingestellt hast. Okay. Am besten drehen wir uns nochmal, damit der Wind nicht in dein Mikrofon reinpustet. Genau, gucken wir mal weiter nach hinten. Teleskopachse ist bei der Maschine, ich sag mal, zurzeit die Standardausstattung. Gerade bei weiten Reihenabständen liegt hier eben der Vorteil, dass wir nicht mehr über die Seereihe drüber fahren. Mhm. Kann man sich hier hinten auch angucken. Ja. Ne, zwischen den beiden Seereihen läuft dann nachher das Rad. Das kann man hier im Relief ja auch ganz gut sehen. Ja. Sodass wir einfach vermeiden wollen, dass die Maschine selber über die spätere Seereihe fährt. Ja. Ne? Wäre natürlich dann noch angebracht, den Schlepper auch entsprechend bereift zu haben. Ne? Könntest du machen, ne? Irgendwie mit Doppelzwilling. Alternativ haben wir aber immer noch die Möglichkeit des Traktor-Radspurlockerers, sodass wir ein Stück weit, es geht ja im Wesentlichen darum, dass du quasi dieses Profil irgendwie egalisierst, dass die Seereihe, die da nachher drauf läuft, eben nicht zu stark tänzelt. Ja. Und das kannst du halt mit den Spurlockerern dann wieder egalisieren. Ne? Kennen wir ja auch schon alles, genau. Genau. Außerdem fand ich schon geil, dass hier das Geländer auch aus der Kabine hochfahrbar ist. Das sind also die kleinen Features wieder, ne? Ja, genau. Ist Sicherheit, musst du sicherstellen. Wie gesagt, wenn du oben an die beiden Behälterdeckel ran willst, dafür der Ladesteg und dass dem am Ende des Tages keiner runterfällt. Ja. Ist auch hydraulisch, ja, hydraulisch. Der ist hydraulisch, genau. Machst du halt alles bequem aus der Kabine heraus und ist Teil eben dieser Komfortfunktion. Ja. Ne? Wo ich das gerade so sehe, kann ich die Maschine befüllen, wenn die zusammengeklappt ist oder muss ich auseinanderklappen? Kommst du nicht mehr ran, weil rechts und links quasi die Schare neben liegen und du kommst von oben nicht mehr rüber. Ja, ich sag mal, die größte Neuheit bei dem Modell ist jetzt der zentrale Saattank. Das heißt, wir haben hinten ein Behältervolumen von 2000 Liter. Ja, schon üppig. Zentral für Saat, ja, brauchst du, aber bei der Arbeitsbreite dann noch irgendwann, wenn du nicht permanent befüllen willst. Und das Ganze ist jetzt bestückt mit einem Central Seat Supply System. Das heißt, wir haben jetzt ein zentrales Zuführsystem entwickelt, um dann halt permanent während der Arbeit die Schare mit Saatgut zu versorgen. Ja. Und wie das Ganze im Detail funktioniert, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal unterhalb des Tanks an. Genau. Ja, wir befinden uns jetzt unterhalb des Saatguttanks, sind dazu extra in die Maschine reingekrochen. Hier ist quasi die sogenannte Gebereinheit. Die sitzt direkt zentral unter dem großen Saatgutbehälter, nimmt das Saatgut aus dem Tank auf und sorgt dafür, dass wir quasi immer die Reihen nach Bedarf mit Saatgut beschicken können. Das heißt, in der Mitte wird diese Kammer mit Luft vollgedrückt. Also die Luft kommt quasi vorne vom Gebläse. Mhm. Und wir haben hier drin quasi so Aufnehmerröhrchen, die dann permanent mit Saatgut gespeist werden. Und quasi durch den Luftdruck, den wir hier in der Mitte der Kammer haben, die können über diese Röhrchen quasi entweichen und reißen und nehmen das Saatgut dann mit in diese Schläuche. Und wir führen quasi immer einen Schlauch zu zwei Scharen hinten. Das gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an.
Und das ganze Prinzip basiert reinweg auf Physik. Das heißt, solange der Luftstrom funktioniert oder intakt ist in so einem Schlauch, nehmen wir vorne auch an der Gebeeinheit Saatgut auf. Ist die Nehmereinheit hinten auf dem Schar irgendwann gefüllt, dann stoppt der Prozess von automatisch, weil dann hält irgendwann der Luftstrom hier in dem Schlauch an und vorne in der Gebeeinheit wird kein Saatgut mehr aufgenommen. Ja, das ist gewaltig, wie das funktioniert. Ja. Also wie gesagt, relativ robust das System, keine Elektronik drin, reinweg ein Sensor, der irgendwie Druck überwacht und das ist dann auch alles. Ja. Verschleiß in irgendeiner Art und Weise hier? Haben wir hier so nicht. Du hast ja keine drehenden Teile oder keine schleifenden Teile. Wartungsklappen unten drunter, abends einmal kleiner Check-up, dass sich da nichts verfangen hat. Ja. Weiß ich, Papierreste oder Spindelreste, hast ja doch mal im Saatgut. Ansonsten ist das relativ robust und wartungsfrei. Okay. Dann gucken wir uns das Ganze hinten nochmal an. Ja, gerne. Genau, wir haben uns ja gerade die Gebeeinheit angeguckt, die direkt unter dem großen Saatgutbehälter sitzt. Und da sind ja die Schläuche losgelaufen und einer dieser Schläuche kommt hier hinten quasi im Scharbereich an. Wir teilen immer den Saatgutluftstrom auf zwei Schare auf. Und auf dem Schar selber haben wir die sogenannte Nehmereinheit, die quasi dafür sorgt, dass immer eine gewisse Menge an Saatgut später der Vereinzelung zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und auch hier, wie gesagt, du siehst keinen Motor, keinen Sensor, der irgendwas regelt oder steuert. Das ist reinweg wieder die Physik. Und man muss sich das so vorstellen, die Kammer ist druckdicht abgeschlossen. Und der Luftstrom, der hier quasi ankommt mit dem Saatgut, der kann nur über einen Weg raus. Und zwar, indem er in dieses Sieb, was wir hier in der Kammer sehen, strömt. Ich hole das mal raus. Ja. Strömt, also ist der Luftstrom kommt hier um das Sieb an und drückt quasi durch die Maschenweite des Siebes und würde hier vorne aus dem Bauteil rauskommen. Und man kann ja sehen, hier ist eine zweite kleine Kammer drin. Hier drückt der Luftstrom dann rein und geht direkt mit in die Vereinzelung, sodass wir die Luft, die wir zum Fördern nutzen, gleichzeitig auch nach der Vereinzelung für Überdruck zur Verfügung stellen. Mhm. Und jetzt hatte ich ja, als wir uns die Gebeeinheit angeguckt haben, kurz erklärt, wie das Prinzip funktioniert. Im Endeffekt liegt nachher dieses ganze Sieb allumschlossen mit Saatgut voll. Ja. Und dann kann der Luftstrom nicht mehr in das Sieb eindringen, weil das Saatgut quasi die Fläche schließt. Ja. Und genau in dem Moment stoppt der ganze Prozess, weil ja der Luftstrom nicht mehr entweichen kann, weil das Saatgut ihn verschließt. Ja. So, und in dem Moment wird quasi die Box dann nicht mehr mit Saatgut beschickt und der ganze Prozess hört auf. Sollte die Nachbarreihe noch nicht ganz voll sein, geht natürlich der Prozess auf der Nachbarreihe weiter. Aber wenn dort Widerstand halt. Genau. Weil die keinen Widerstand hat, aber auch wenn da irgendwann die Kammer voll ist, das Sieb geschlossen ist, würde der Schlauch halt nichts mehr mitziehen. Ne? Okay. So, und wenn jetzt irgendwann die Vereinzelung dann anfängt zu laufen, dann rutscht von hier oben, von der Nehmereinheit, das Saatgut wieder ganz normal in die Vereinzelung rein, so wie wir das auch bei den getragenen Maschinen kennen. Und dann nimmt die Vereinzelung Saatgut ab, der Bereich oder die Nehmereinheit wird langsam wieder leerer und dann kommen wir irgendwann wieder an den Punkt, dass quasi ein Teil des Siebes wieder offen wird. Mhm. Und dann fängt der ganze Luftstrom wieder an zu fließen und wir nehmen vorne wieder Saatgut auf. Okay, ja, geniales Prinzip. Wie gesagt, Wahnsinn. Komplett keine Elektronik verbaut oder so, reinweg Physik, die das Ganze dann regelt. Ne? Richtig geil. Ja. Hier haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, da würde sonst auch die Auslaufrutsche hängen, ne? Genau, können wir uns gleich auf der anderen Seite nochmal angucken. Ja, okay. Und ansonsten Vereinzelung. Vereinzelung ist... Ich gehe nochmal zur anderen Seite, dass du den Wind nicht abkriegst. Ist ja genauso wie bei der anderen Maschine eigentlich auch, ne? Ja, ganz genau. Also da haben wir auch nichts dran geändert, sodass auch Betriebe, die irgendwo mit unserer Technik wachsen, das Prinzip der Prezea-Vereinzelung kennen, 1:1 sich hier wiederfinden. Ne? Ja. Du hast die Druckkammer. Du hast hier deine klassischen Saatgutscheiben, je nachdem, was du für eine Kultur fährst, hast du ja unterschiedliche Bohrungsgrößen, Anzahl an Bohrungen. Ja. Genau. Und dann hast du hier deinen Saatgutschieber. Kannst du ja im Endeffekt sehen. Ja. Das ist das Saatgut, was hier oben aus der Kammer dann zugeführt wird. Und dann liegt es hier unten quasi im Saatgutsumpf drin. Die Scheibe nimmt es über den Druck auf und dann durchläufst du hier deine Abstreifereinheit. Hier wie auch bei den getragenen Maschinen, unser Smart Control. Das heißt, mega geil. Genau, das System regelt sich selber ein. Ja. Da braucht der Fahrer gar nichts mehr machen. Genau, also für die es nicht am Schirm haben, genau, die Abstreifer stellen sich automatisch ein. Und wir haben es ja bei uns ausprobiert, keine 10 Meter gefahren oder vielleicht 10 Meter und war eingestellt. Also das
Habe ich so noch nicht erlebt. Also das war auch echt beeindruckend, dass das so funktioniert hat. Ganz genau. Ja, dann hast du hier im linken Bereich quasi deinen Optogeber sitzen. Mhm. Da unterbrechen wir ja für einen kurzen Moment den Luftstrom durch die Scheibe, sodass die Körner sich nicht mehr halten können. Und dann werden die mit dem Luftstrom, der in den Optogeber reingeht, mit nach unten geschossen. Genau. Scharbereich ist exakt das, wie gesagt, auch exakt das Gleiche. Mhm. Wenn das von den getragenen Maschinen alles bekannt ist, ja, ist das hier genau. Wenig Neuland. Ne? Also Fangrolle hier hinten, die Rollen, das ist ja alles wahrscheinlich gleiche Optionen, die man auch bekommen kann. Genau, ne? Also ist ab hier auch nachher komplett das gleiche Schar. Ne? Okay, hydraulischer Schardruck und so weiter, ist das alles Serie? Oder? Das ist alles Serie. Es wird die Maschinen auch nur mit hydraulischem Schardruck geben. Ja. Das hat zum einen den Grund, dass wir in Transportstellung die Schare an die Maschine ziehen müssen, ja, weil wir hier mit dem Konzept in das 3x4 Meter Raster reinpassen, also absolut straßenkonform. Und du kannst das System nachher nutzen, um zusätzlich Schardruck aufzubringen. Ja. Eine Besonderheit bei dem System ist aber auch, dass wir quasi das Schar ein Stück weit entlasten können. Ah, okay. Also wir fangen jetzt hier nicht, sag ich mal, mit Eigengewicht an als minimalen Schardruck, sondern wir können hier 50 Kilo über den Zylinder auch vom Schar runternehmen. Das heißt, wenn du so Bedingungen wie hier hast, vielleicht auch ein bisschen trockener, wo das Schar eigentlich irgendwann zu schwer wäre, ne? Und du würdest Dämme erzeugen, könnte man dem Schardruck auch sagen, pass auf, dann nehmen wir ein bisschen Gewicht vom Schar runter, unterstützen das und dann drückt das Schar nicht ganz so stark in den Boden ein. Und ansonsten auch ganz klassisch Smart Force? Genau, Smart Force hast du hier auch, allerdings in zwei Sektionen. Das heißt, jeder Ausleger hat quasi ein Smart Force System. Okay, das heißt, dann werden auch wie viel rein abgenommen? Genau, du hast vier Sensoren. Ja. Klassisch wie bei einer 6-Meter-Maschine auch. Ein Sensor, ich sag mal, außerhalb in der Sektion. Okay. Mhm. Und der zweite Sensor für die Sektion, der sitzt hier innen. Ne? Und hier ist quasi die Sektion dann zu Ende und auch darüber hältst du die zweite. Okay. Plus, dass wir ja die beiden Schare, die in der Schlepperspur laufen, nochmal mit einem Differenzdruck belegen können. Ja. Das heißt, das ist quasi deine dritte Sektion. Ja, weil in der Regel die Fahrspur vom Schlepper ja doch ein bisschen gut, kennen wir bei der mechanischen, dass man da eben ein bis zwei Stufen tiefer stellt. Ja, aber brauchst tiefer oder auch mehr Hydraulikdruck drauf packst. Ja. Das heißt, du baust dir ein Delta auf, die werden immer ein bisschen mehr belastet, sodass die ruhiger laufen. Und wenn dein Smart Force jetzt in beiden Sektionen regelt, regelt das Smart Force die beiden Schare auch mit. Und durch das Offset, was du vorher eingestellt hast, haben die halt immer ein bisschen Reserve. Ne? Mhm. Okay, cool. Vielen Dank. Jo. Haben wir alles soweit von deiner Seite? Verteilerkopf würde ich hier, wie gesagt, ganz kurz noch drauf eingehen. Ja. Hatten wir eben angesprochen, der Düngertank ist zweigeteilt, zwei Dosierer. Ja. Immer die Zuordnung, ein Dosierer mit dem Verteilerkopf. Hier siehst du, wie gesagt, den Verteilerkopf aus den getragenen Prozeen. Hier ist die manuelle Abschaltung drin. Ich könnte sie jetzt von Hand verschließen. Besonderheit ist, du kannst den Kopf bis auf die letzte Reihe zumachen, weil er quasi einen integrierten Luftabscheider hat. Ja. Das heißt, die Luft entweicht weiterhin und der Dünger wird quasi unten wieder dem Verteilerkopf zur Verfügung gestellt. Und du kannst das Ganze eben über einen Elektromotor pro Reihe elektrifizieren, sodass die Maschine das dann nachher auch im Section Control von selber macht. Ne? Okay. Wie sieht das hier aus mit, ich weiß nicht, wie es genau heißt, diese Fahrgassenfunktion, dass er die Reihen dann rüberschiebt und so weiter? Genau. Gibt's das auch? Das gibt's auch. Ist quasi das gleiche System, was wir bei den getragenen Maschinen auch anbieten. Okay. Du hast immer ein Scharpaar, eins ist fest verschraubt, das zweite können wir dann über den Hydraulikzylinder verschieben. Okay. Und abhängig vom Fahrgassensystem hast du dann unterschiedlich die Reihen ausgestattet. Okay. Zwei Fragen hätte ich noch. Ja, gerne. Erste, was für oder zu welchen Flächenstrukturen passt die Maschine? Wie viel schafft man damit im Jahr? Wie viel sollte man schaffen? Wo passt die Maschine hin? Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir, ich sag mal, einen relativ breiten Range abdecken. Ne? Ja. Also mir fällt ein Lohnbetrieb in Westholstein an, kleine Flächenstrukturen. Der fährt so 900 bis 1000 Hektar auf die Maschine drauf, ist damit in der Saison beschäftigt. Mhm. Der muss so wie hier quasi unbedingt auf die Unterlenker anhängen, dass er wendig wird mit der Maschine. Und dann kannst du ja weiter gen Osten gehen. Ja, hast du Betriebe mit 2.500, 3.000 Hektar Jahresleistung, die kannst du hier genauso drauf fahren. Ne? Okay. Und letzte Frage, die wahrscheinlich die meisten interessiert. Preislich, wo müssen wir die einordnen? Gibt es da irgendeine Aussage schon zu oder müssen dich die Leute auf Agritechnica ansprechen? Die Idee ist gut. Ich verweise mal auf die Agritechnica. Okay. Ja, dann haben wir es hier erstmal soweit, würde ich sagen. Eine Sache wurde ja noch bei den Prezen verändert, was wir uns aber an einer anderen Maschine angucken müssten dann. Ne? Genau.
Das haben wir an der anderen Maschine verbaut. Okay, dann hängen wir das in dem Video nochmal hinten ran und gucken uns das bei der anderen Maschine nochmal an. Und dann vielen Dank auf jeden Fall, Mario. Perfekt, und ja, cool. Falls ihr irgendwelche Fragen direkt habt, besucht Mario auf der Aritenica Halle. Ja, gerne. Was ist das? Wir sind in Halle 9. Halle 9. Genau, wie die letzten Jahre auch schon. Okay, alles klar. Vielen Dank. Jo, ciao. So, wir sind jetzt hier bei der zweiten Precea, eine neunreihige, aber hier ist noch eine ganz besondere Neuerung mit drin. Dafür haben wir Jannis dabei. Magst du dir mal kurz vorstellen? Genau, moin. Mein Name ist Jannis, ich bin hier heute da vom Team Einzelkornseetechnik. Hab hier die Precea neunreihig heute mal mitgebracht. Mit einer kleinen Besonderheit, wir haben hier die 30-Spot-Technologie verbaut, mit der wir den Unterfußdünger nicht mehr nur im Band legen, sondern jetzt unter jedes Korn eine einzelne Düngerportionen drunter legen können. Ja, mega interessant. Vielleicht können wir einmal eben direkt hier rangehen und uns das angucken. Genau, ich zeige euch einmal die Technik. Normalerweise bei der Unterfußdüngung ist das so, dieser Düngerschlauch, wo er hier vom Düngertank der Dünger kontinuierlich ankommt, sitzt hier auf dem Düngerschar verbaut und fördert quasi immer kontinuierlich den Dünger durch. Mhm. Wir haben jetzt hier auf unserem bekannten Düngerschar den 30-Spot-Portionierer drauf. Bestehend aus dem Luftabscheider und dem Portioniersystem. Den können wir hier auch einmal aufmachen, dann kann ich euch das zeigen. Den Luftabscheider hier ab. Mhm. Und dann sehen wir hier den Portionierflügel, der jetzt synchronisiert zum Korn immer den ankommenden Dünger hier zu einer Portion zusammenschaufelt und nach unten hier ans Düngerschar abgibt. Okay, also nochmal von vorne. Der Dünger kommt quasi über den ganz normalen Düngerschlauch hier runter, kommt da an. Genau. Dann ist dann fällt hier durch den Zyklon. Da wird die Luft quasi abgeschieden. Genau, hier oben sitzt der Zyklon drauf, fällt hier rein. Mhm. Dann kommt dieser Portionierflügel, fasst den Dünger zusammen zu einer Portion und gibt ihn unten ans Schar ab. Immer dahin, wo dann später das Saatkorn platziert wird. So einfach wie genial, muss man ganz klar sagen. Genau, wir haben hier noch ein klein bisschen Sicherheitsfeature drin. Der ist hier nochmal flexibel mit einer Feder. Mhm. Wenn jetzt mal größere Düngerkluten oder irgendwas kommen, was ja nun mal vorkommen kann, das ist nun mal so, ja, dann habe ich hier so ein bisschen einfach Raum zum Ausweichen. Kannst du nochmal einen zeigen, bitte? Genau, hier, der ist hier so ein bisschen flexibel nach hinten. Okay. Ne? Kann also so ein bisschen. Genau. Was seht ihr euch für einen Vorteil dabei raus? Genau, Vorteil ist, durch die portionierte, konzentrierte Ablage hat jedes Saatkorn erstmal die eigene Düngerportion. Mhm. Und genau, durch diese räumliche Konzentrierung im Depot kann ich nachher irgendwo 25% Dünger einsparen bei gleicher Jugendentwicklung und gleichem Ertrag. Ja, ist natürlich eine ganz interessante Sache, gerade bei den aktuellen Düngerpreisen, wenn man genau dann 25% einsparen kann, auch Richtung Umweltschutz und so weiter, Auflagen. Also ich denke, in die Richtung werden wir uns zukünftig sowieso in irgendeiner Art und Weise bewegen müssen, mehr oder weniger. Ist natürlich eine richtig feine Sache und passt natürlich auch in dem Zuge, weil es ja zur Agritechnica eigentlich vorgestellt wird, auch zum Leitthema Green Productivity. Genau. Bestens rein. Ne? Und ihr seid auch die Zweiten erst, die das überhaupt am Markt also haben, wir, glaub ich, ne? Wir sind die Zweiten, die damit angefangen sind und sind jetzt aber so weit, dass wir das als serienreifes Produkt verkaufen können. Kann man sagen, was das für ein Aufpreis ist zu normaler Banddüngung? Das kann ich noch nicht genau sagen. Da musst du mit Mario gleich eben. Okay, also auch auf Agritechnica direkt klären. Genau. Vielleicht ansonsten noch interessant, wir haben das nicht nur im Mais erprobt, sondern wir haben das Ganze auch für die Rübe, wir haben das für den Raps, für die Sonnenblume, alles mit diesem Portionierer. Ja. Genau, der kann flexibel bis 2000 Umdrehungen drehen und sich auf die Saatkörner synchronisieren. Okay, das ist mega interessant. Genau. Nochmal, wo du gerade Synchronisierung sagst oder Synchronisation. Wie funktioniert das genau, dass er genau weiß, wo das Korn ist? Also, so wie ich das verstanden habe, fängt der Lümmel hier an zu drehen, sobald das Gebläse läuft? Genau, sobald das Gebläse läuft, dreht der Portionierer. Ja. Das sehen wir gleich auch nochmal. Einfach aus dem Grund, falls nochmal irgendwas in der Förderstrecke ist, dass ich nicht quasi im Stand hier quasi jetzt Dünger reinförder und dann muss er hier gegen Widerstand drehen oder sowas. Ja. Sobald das Gebläse läuft, dreht er hier im Leerlauf 600 Umdrehungen. Mhm. Und wenn ich dann anfange zu sehen, synchronisiert er sich auf die Kornerfassung, mhm, weiß quasi im Voraus, da kommen die Körner, das sind meine Abstände und kann dann über die Software vorausrechnen und die Düngerportion da ablegen, wo später der Saatkorn liegen soll. Gewaltig, wie das funktioniert. Ich kann in der Software einstellen, ob ich jetzt die Düngerportion direkt unter dem Korn haben möchte. Ja.
oder meinetwegen 5 cm dahinter oder genau zwischen zwei Körnern, auch das geht. Ja. Kann ja je nach Düngersorte, je nach Düngermenge vielleicht auch interessant sein, den nicht direkt unter die junge Pflanze oder den Keimling drunter zu packen, sondern mit ein bisschen Abstand wegen Salzwirkung, Ätzen und so weiter. Die klassischen 5 cm oder sowas dann halt. Zum Beispiel, genau. Und ich kann auch mit diesem System oder Verfahren nach wie vor auch eine Banddüngung vollziehen, ne? Genau. Banddüngung geht, das können wir auf zwei Arten machen. Wir haben einmal, das nennen wir Multispot, ist, wenn man so möchte, ein unechtes Band. Ich habe quasi, dadurch, dass der Portionierer im Multispot mit knappen 2000 Umdrehungen dreht, habe ich quasi eine Aneinanderreihung von Portionen. Also immer wieder eine kleine Düngerportion. Ist kein echtes Band, ist aber bandähnlich. Wenn ich ein wirkliches Band haben möchte oder wenn ich sage, ich muss jetzt länger im Band legen und möchte nicht die ganze Zeit hier die Portionierer mitdrehen lassen, dann nehme ich die Banddeckel, kann ich auch noch mal eben zeigen, nehme ich sogar mit. Wir haben hier die Basiseinheit, die auf dem Schar hier drauf sitzt. Und das wäre jetzt hier der Banddeckel. Na? Wird hier einfach eingesetzt, hier oben kommt der Zyklon wieder drauf und dann fällt es einfach durch. Okay. Hier kommt das Kabel dran, dass der CAN-Bus geschlossen ist. Und das war's. Auch recht simpel. Ja. Und Austausch wahrscheinlich auch in 10 Minuten oder so, hast du für die Reihen da durch, ne? Ja, genau. Okay. Ja, cool. Dann ja, dann haben wir es soweit, oder? Haben wir es. So alles, einfach. Alles klar, Janis. Dann vielen Dank für ja, quasi die Einführung nochmal in euer, wie nennt man es, 30-Spot. Und genau. Alles Weitere, wenn weitere Fragen sind, halt wie gehabt, entweder direkt Amazone anschreiben, in die Kommentare bei mir oder auf Aritechnica ansprechen. Genau. Alles klar.